Herzlich willkommen zu Europa im Dialog. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, entscheiden gemeinsam, in welche Richtung sich Europa entwickeln wird. Das sagte Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen im Europäischen Parlament. Und wer dabei war, das ist unser heutiger Gast, nämlich Dr. Wolfgang Böhm, der Ressortleiter für Europa der Tageszeitung Die Presse, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Herr Dr. Böhm, Sie waren Mitreisender der Delegation des Bundespräsidenten, zuerst in Brüssel, dann in Straßburg. Was ist Ihr Resümee über diese spannende Rede im Europäischen Parlament des österreichischen Bundespräsidenten? Ist vielleicht mit ein Grund, dass ich heute etwas müde bin, weil wir sind, solche Reisen sind wahnsinnig spannend und als Journalist ist es eigentlich immer am schönsten, wenn etwas los ist, also wenn man mitten im Geschehen ist. Das liebe ich und liebe meine Kollegen genauso. Und so war auch diese Reise. Die erste Reise mit dem Bundespräsidenten mitzumachen ist einfach interessant, wie er sich dort gibt, wie das funktioniert. Noch dazu ist Bundeskanzler Kern auch mitgeflogen. Und die Reise hat begonnen in Brüssel mit einer gemeinsamen, mit einem Treffen mit Juncker. Und dort ist mir etwas aufgefallen, das dann auch sich im Europaparlament wiedergespiegelt hat, dass, was wir gar nicht mitbekommen, wie eigentlich die Resonanz auf diese Wahl in Europa war. Und noch nach wie vor ist, für uns ist die Sache relativ abgeschlossen und man geht irgendwie in den Alltag über. Aber gerade in Brüssel, wo nun auch viele proeuropäische Kräfte beheimatet sind, viele Beamte natürlich mit diesem in ihrem eigenen Tun auch eine Bestätigung haben wollen, für die war plötzlich dieser... Es ist irgendwie eine Lichtgestalt, dass da ein Politiker mit proeuropäischer Haltung tatsächlich eine Wahl gewinnen kann. Und so wurde also er auch gefragt, er hat es dann auch bestätigt, nicht nur vor der Kamera und nicht nur von Kollegen aus anderen Ländern, sondern eben auch im Kreise der EU-Kommission, sondern wie haben Sie das überhaupt gemacht? Mhm. Ja? Wie gibt es das, wo ist der Trick, wie können wir irgendwie das auch machen, dass wir da wieder Oberwasser bekommen. Und er wurde da also irgendwie gefeiert. Ich bin nicht so sicher, ganz ehrlich, ob er die absolute Antwort hat, ja, weil Sie wissen, in den Ländern sind die Situationen sehr unterschiedlich und ich halte es auch für etwas überheblich zu glauben, dass bei uns sozusagen diese Wahl jetzt eine so große Richtungswahl war, dass die EU-Skepsis verschwunden ist, dass die vielen Probleme, die mit dieser EU-Skepsis überhaupt da sind, dass die auch verschwunden sind. Also so ist es ja nicht. Ja. Die Rede selbst im Parlament, die Sie angesprochen haben, war so, wie man ihn halt kennt. Er ist sehr langsam, sehr bedächtig in der Art, wie er auftritt. Lustigerweise gab es ein bisschen Widerspruch so von der Person, aber die Rede selber ist dann gelaufen. Mhm. Also man hat das Gefühl, er ist nicht so richtig in Schwung gekommen, aber die Rede. Und die Rede ist dann irgendwie doch so, hat mit so ein paar Dingen, die er einfließen hat lassen, wie ein Gedicht einer schottischen oder einer walisischen Schriftstellerin, hat dann doch plötzlich Aufmerksamkeit erregt, auch weil es so anders war. Ja, war nicht dieses Staccato oder dieses, wie man im Parlament oft kennt, irgendwelche Floskeln, sondern es war dann doch ein gewisser Erzählstil, der ganz gut angekommen ist. Ja. Und natürlich auch seine Erklärung oder seine, was auch wir Journalisten immer ein bisschen ein Problem haben, oder eigentlich unsere tägliche Herausforderung ist, die Dinge einfach zu erklären. Also nicht kompliziert, nicht irgendwie überhöht, ja, nicht insoweit, dass man zeigen muss, wie unheimlich gescheit man ist, sondern wie erklärt man den Dinge, ja, so dass es verständlich wird, so dass ich den Hintergrund. Er hat einen Satz gesagt, der mir sehr gut gefallen hat, mit wie er erklärt hat, dass das dauernd jetzt so gemacht wird, als kann man
es wird die eigene Heimat gegen Europa ausgespielt. Es wäre, muss man sich dauernd entscheiden, ist man jetzt Österreicher oder ist man Europäer? Mag man Zuwanderer oder mag man sie nicht? Es wird dauernd so entschieden. Ja? Und da sagt er, das hat er eben mit diesem Satz, die Europäische Union ist eigentlich ein und nicht ein Oder. Eine Entscheidung zwischen anderen Dingen. Und das hat mir gefallen, weil es sehr simpel eigentlich die Sache auf den Punkt gebracht hat. Ein Beispiel oder ein Bild, das er gebracht hat, war ja auch, einen Baum kann man sehr schnell fällen, aber es braucht Jahrzehnte, bis er wächst. Und das deutet ja schon etwas an, in welcher Situation sich Europa zurzeit befindet. Auffällig war bei der Rede im Europäischen Parlament, dass die Frau Le Pen zum Beispiel gefehlt hat oder auch der Herr Farage. Was war so Ihr Eindruck von der Rede im Parlament? Ist das jetzt einfach so eine Demonstration, ja, wir sind Europäer und das ist wunderbar, aber hat es eine Message, sozusagen eine österreichische Message als Mitgliedsland zu den anderen Ländern? Nein, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, das haben wir unterschätzt, ja. Dass da die Aufmerksamkeit riesengroß war. Ja, Sie wissen, es waren bei dieser Wahl, ich glaube, 750 Journalisten in Wien, die sind dann etwas, wie soll man sagen, unaufgeregt dann wieder abgezogen, weil sie eben nicht die große Story gehabt haben, dass ein Norbert Hofer gewinnt und damit ein weiterer Dominostein dieser Entwicklung gefallen ist. Aber die Aufmerksamkeit war da. Und die war natürlich auch gerade bei den Europaparlamentariern, Sie müssen sich vorstellen, es sind, naja, zwischen zwei Drittel, drei Viertel sind pro-europäisch eingestellt, ein Viertel bis, es ist nicht ganz, es ist unter einem Drittel, sind EU-skeptisch. Für die ist es natürlich interessant gewesen, ja, wie da sich ein österreichischer Bundespräsident präsentiert. Und ganz lustig war noch, oder für mich lustig, die Süddeutsche Zeitung hat einen Kommentar veröffentlicht, wo sie den Juncker sozusagen als den mittlerweile müden, alten Kommissionspräsidenten, der amtsmüde ist, dargestellt haben und gewissermaßen den Van der Bellen als neue Lichtgestalt. Und da schmunzelt man, muss man sagen, als Österreicher schon ein bisschen, ja. Nachdem, glaube ich, Van der Bellen ja auch älter als Juncker ist. So ist es, ja. Aber Juncker hat ja tatsächlich, er hat jetzt wieder wiederholt, dass er keine zweite Amtsperiode antritt. Und obwohl ich ihn eigentlich so als Politiker schon schätzen gelernt habe, muss ich sagen, ich bin tatsächlich nicht sicher, ob der Jean-Claude Juncker derzeit der richtige Kommissionspräsident ist. Also ob das passt, er ist ein Vertreter einer Europäischen Union, wie sie halt vor ca. 20, 25 Jahren war. Ja. Er ist auch vernetzt, vor allem in diesen alten Mitgliedstaaten. Er hat eine schlechte Vernetzung mit zum Beispiel den osteuropäischen Ländern. Also da bin ich eh nicht so sicher, ob das jetzt die richtige Antwort war. Aber das war nur ein Einschub. Aber wenn, ja, um an den Einschub anzuknüpfen, möchte ich schon nachfragen, wer wäre dann für Sie eine Lichtgestalt, die... Oh, das ist schwer, ja. Ja, das, ich meine, kritisieren ist einfach, Kritik ist, nicht? So ist es, ja. Ich verteidige nicht den Herrn Juncker, oder das ist nicht meine Aufgabe, aber wenn Sie sagen, Sie wünschen sich da jemanden, eine Lichtgestalt... Es ist immer wahnsinnig schwer. Wissen Sie, der Herr Mikro hat es gesagt, ich bin relativ lang schon in dem Geschäft und ich bin immer vorsichtig bei der Begeisterung für irgendwelche Politiker, weil oft ist es so und mir auch selbst passiert, dass man sich denkt, ja, endlich einer, der das ein bisschen in die Hand nimmt, der ein bisschen anders ist, der sozusagen das irgendwie auch mir mehr aus dem Herzen spricht. Und sehr oft über die Mühen der Ebenen werden die dann abgeschliffen und sind gar nicht mehr so faszinierend. Ja. Es ist eine,
Eine Wahl dieses Jahr wird in Frankreich stattfinden, wo derzeit der Emmanuel Macron große Chancen hat. Ich kenne den zu wenig. Er wird unheimlich bejubelt, ja, als einer, der jung, dynamisch ist, der eine offene Einstellung hat zu Europa, der eben nicht diese Rückbesinnung möchte zu Nationalstaaten. Der könnte tatsächlich gewinnen, aber ich würde mir so wen wünschen. Also ich würde mir einen Jüngeren wünschen, der ein bisschen, Sie wissen, es gibt die Erasmus-Generation, die eine ganz andere Einstellung hat als ältere Personen. Ich bin auch leider gerade nicht in der Erasmus-Generation aufgewachsen, die wirklich irgendwie so einen offenen Zugang haben, ja, für die zum Beispiel die Freizügigkeit, die in Österreich vielleicht in manchen Regionen sogar zu Recht irgendwie für die Leute ein Problem ist, aber die das eher als Vorzug sehen, die einfach die Chance sehen, grenzüberschreitend tätig zu sein, Erfahrungen zu sammeln, die nicht Angst haben, ja, die nicht Angst haben vor diesem anderen Teil Europas, sondern die offen sind. Und ich glaube, so jemand, der das nämlich auch lebt, den bräuchte man. Der Herr Juncker hat das in einem sehr kleinräumigen Rahmen der EU der 6 wirklich gelebt, aber ist vielleicht für die EU der 28 eben nicht mehr geeignet. Sollte der Herr Macron in Frankreich Präsident werden, was sich viele Pro-Europäer wünschen, dann werden uns die Franzosen den nicht leihen, nehme ich einmal an. Aber junge Leute, die in der Politik sind, da brauchen wir ja gar nicht so weit zu schauen. Das haben wir ja in Österreich. Und der Europaminister ist ja doch sehr, sehr jung. Ist das für Sie eine Lichtgestalt in der Beziehung? Das Lustige, weil, wie ich vorher gesagt habe, von den Personen, wo man zuerst so begeistert ist und so, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das durchhält, ja. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ich halte ihn für einen wahnsinnig talentierten Politiker, also wirklich talentiert, rhetorisch einwandfrei, der aber noch nicht durch diesen Parteiapparat gegangen ist. Also ich bin ja gespannt, wenn er wirklich einmal Parteichef werden sollte und sich dann, also nicht mehr eben seine, ich sage es jetzt vielleicht etwas flapsig, Show abliefern kann, sondern sich dauernd erden muss mit verschiedenen Bünden und diesen Dingen, ob er dann noch so kann. Und das hat er bis jetzt nicht. Er hat seinen Bereich gehabt, in dem er seine Öffentlichkeit gehabt hat, in dem er funktioniert hat. Aber ob das in diesem gesamten politischen System funktioniert, bin ich gar nicht so sicher. Aber wenn wir jetzt noch einmal zurück zu Europa gehen, Sie haben eingebracht eigentlich die Rolle des Kommissionspräsidenten. Wenn ich mache das schon oft, dass ich ihn dann verteidige, ja, also wenn ich da jetzt in die Bresche springe, muss ich sagen, der Herr Juncker oder überhaupt die Kommission hatte, seitdem sie im Amt ist, seit 2,5 Jahren, ja eigentlich nur pausenlos wie eine Feuerwehr Probleme oder Brände zu löschen. Und das ist aktuell auch immer noch so. Von dem großartigen Programm, das vielleicht hinter dieser Kommission steht, merken oder hören wir wenig, ja, weil eben große Themen wie Brexit, Ukraine, Türkei inklusive Flüchtlingsfrage, große Themen sind. Wenn wir uns jetzt ein bisschen anschauen, was sind so die Probleme, die diese EU, diese Europäische Union da nicht nur beschäftigen, sondern vielleicht sogar gefährden? Ja, erst einmal haben Sie recht, natürlich, ja, hat diese Kommission es wirklich wahnsinnig schwer gehabt, ja, mit Beginn, und da sind wir ja auch schon bei den Problemen mit der Krise, mit der Finanz- und Schuldenkrise angefangen und dann gleich übergegangen in die Flüchtlingskrise, dann natürlich die dadurch durch beides auch entstandenen politischen Verwerfungen,
Also das ist alles andere als leicht gewesen. Und ich weiß nicht, wie viele in dem Saal wissen, dass es ein großes Investitionsprogramm dieser Kommission gibt, wahrscheinlich wenige. Der sogenannte Juncker-Plan. Ja, genau. Wo es wirklich darum geht, relativ viel Geld aufzutreiben, damit ein Wachstum wieder zustande kommt, damit sozusagen die Wirtschaft wieder anspringt. Ja? Also das ist so, wie wenn Sie einen Rasenmäher haben, das, wo Sie das hineinsprühen, damit das wieder läuft. Ja? Und das darf man nicht geringschätzen. Also da sind auch sehr positive Dinge passiert. Aber wie gesagt, die Krisen haben das sehr, sehr gebremst. Apropos Flüchtlingskrise, nur in Vorbereitung des Abends habe ich eine Debatte geführt mit einem Kollegen, dem ich nicht immer einer Meinung bin, über die Flüchtlingskrise, und der hat gesagt, naja, die EU hat ja nichts gemacht. Ja? Die hat ja nichts gemacht und deswegen mussten ja die Mitgliedstaaten etwas tun. Und ich habe gesagt, na, so ist es nicht. Ja? Und habe ihm halt herausgesucht, eine Liste an Maßnahmen, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, seit 2015 mit Schutz von Außengrenzen, Ausbau von Frontex, mit Hilfsprogrammen zum Beispiel für Jordanien, für Türkei, für die Situation in Griechenland, für, natürlich war das auch dabei, die Verteilung der Flüchtlinge, die dann nicht umgesetzt werden konnte, weil einige Mitgliedstaaten da nicht mitgemacht haben. Also man kann ihr einfach nicht vorwerfen, dass da nicht Vorschläge gekommen sind. Es sind laufend Vorschläge, es sind Bemühungen da gewesen, das zu lösen. Und muss auch sagen, nicht erst jetzt. Ja. Also für uns ist ja die Flüchtlingskrise eigentlich erst vor 2 Jahren richtig entstanden oder vor 2,5. Es hat sie davor genauso gegeben. Also in Italien gab es dieses Problem sehr, sehr lange schon, und Italien hat man eigentlich auch relativ alleine gelassen. Also wenn Sie sich erinnern, Lampedusa und die Situationen dort, die waren durchaus dramatisch. Und auch da gab es also eigentlich nicht unbedingt eine gemeinsame europäische Lösung, obwohl Italien das immer wieder eingefordert hat. Aber erst dann, wie das Ganze bei uns angekommen ist, ist das eigentlich auch bei uns in den Fokus gerückt. Es ist halt leider so, dass man immer erst hingestoßen werden muss, um Probleme zu erkennen. Ja, also man schaut ja sehr, sehr gerne weg. Ja, das erklärt man ja oft überhaupt im Zusammenhang mit der Entwicklung der Europäischen Union, dass man sagt, sind Kompromisse, die pausenlos passieren, und Reaktionen auf sozusagen Krisenprobleme, die dann dieses Konstrukt der Staatengemeinschaft weiterbringen. Es war heute im Europäischen Parlament eine Debatte über die Zukunft, oder das, eigentlich gestern, Entschuldigung, ja, über die Zukunft Europas. Und es gibt zurzeit ja viele Diskussionen wegen Brexit, soll man jetzt neue Vertragsverhandlungen, einen Konvent machen und sozusagen Europa neu aufstellen, oder macht man weiter wie bisher, was irgendwie auch nicht die Antwort sein kann. Was glauben Sie, was da jetzt ansteht oder passieren muss? Ich habe ein bisschen nicht lange Zeit gehabt, dem gestern zu folgen. Eben diese Art Zukunftsdebatte, wie es weitergehen soll, ich kenne das von auch der Vergangenheit, gibt es immer wieder. Es ist jetzt sicher der Brexit ein Anlass, dass man sagt, Moment, also da ist jetzt offenbar etwas schiefgegangen. Wir müssen irgendwie nachschärfen. Und es kommt immer das Schlagwort, und das ist wirklich das schwierigste Schlagwort in der ganzen Debatte, wir müssen den Bürgern entgegenkommen. Es ist insoweit schwierig, weil die Europäische Union ja nicht so aufgebaut ist. Ja, sie ist nicht basisdemokratisch aufgebaut, sie ist eher hierarchisch aufgebaut, sie ist ein Gemeinschaftskonstrukt von Staaten, wo man später dann einen Parlamentarismus eingebaut hat. Aber wenn Sie an die Gründung denken, da war die Erdung bei den Bürgern überhaupt nicht vorgesehen. Also das ist eigentlich erst durch die späteren Verträge gekommen, dass man die Europäische Union ein bisschen demokratisiert hat. Wie viele meinen, vielleicht noch zu wenig, aber sie ist eben nicht so gewachsen. Und insoweit
ist es heute wahnsinnig schwierig, das wieder so weit abzuwickeln, dass ich dort wieder ankomme. Ja, also dass ich beim Bürger wieder ankomme, der merkt, okay, die da in Brüssel tun etwas für mich. Die tun nicht nur etwas für irgendwelche Wirtschaftskonzerne oder wer immer dort lobbyiert, sondern die tun auch etwas für mich. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, selbst wenn sie es versuchen, wird das oft nicht wahrgenommen. Also es gab immer wieder Vorstoße, zum Beispiel für ein sozialeres Europa. Mhm. Sozusagen abzusichern, dass ich Mindeststandards habe, ja, angefangen bei Arbeitsverträgen bis sozialen Mindeststandards rund um Beschäftigte. Aber lustigerweise war das den Gewerkschaften etc. gar nicht so recht, ja? Weil die arbeiten auf nationaler Ebene, die haben vor allem ihre eigenen Arbeitskräfte im Auge und wollen hier sozusagen die Nähe schaffen. Man hat dann überhaupt nicht das wahnsinnige Interesse, das auf europäischer Ebene zu verlagern. Oder schauen Sie auch jetzt das Regierungsprogramm und die große Programmatik vom Bundeskanzler Kern an. Das ist auch wieder sehr fokussiert auf die österreichische Situation. Da hat bisher Europa nicht wahnsinnig viel Rolle gespielt. Ja? Das ist auch wieder ein Herunter, weil er natürlich, das sind seine Wähler, da will er die Verbindung haben. Dass die EU ist ein Konstrukt, das verwendet man, ja, das nutzt man vielleicht, aber es ist eben nicht sowas wie eine politische Verankerung. Aber bei der Vermittlung ist nicht, wir hören immer, es brauchen ein starkes Europa, Europa muss wachsen, gerade jetzt in der Auseinandersetzung oder in der Vorbereitung des Brexit-Prozesses ist das ja ein großes Thema. Die Wirtschaftlichkeit, wie geht das weiter? Mhm. Vielleicht können wir dann auch noch über CETA oder Handelsabkommen sprechen. Das spielt auch eine Rolle. Da sagt man, wir brauchen das für ein starkes Europa. Wäre das nicht eigentlich dieser ureigene Sinn neben dem Friedensprojekt, das Wirtschaftsprojekt Europa, ja, etwas, was man den Menschen schon vermitteln kann? Nein, das muss man natürlich vermitteln. Wir haben, wenn nur jetzt einfach Erinnerung auch dann die letzten Tage mit dem Lothar Lockl, der hat den Wahlkampf für den Van der Bellen gemanagt, konnte ich da in Straßburg Abendessen und wir haben halt diskutiert auch über den Wahlkampf, wie seine Erfahrungen. Mhm. Und er hat gesagt, oder irgendwie für ihn war das eine Erkenntnis, wie das dann wirklich zugeht in einem Gasthaus in der Steiermark und wo Wirten sauer sind über die Registrierkasse und über all diese Kontrollen und frustriert sind und wie Menschen. Er ist einfach zu dieser Basis der menschlichen Probleme einfach gekommen. Ja? Mhm. Und da ist eben genau das Problem. Von diese gibt es, ja, die sind vorhanden, es ist vor allem differenziert. Es gibt einen relativ guten Wohlstand, ja, aber es haben viele Menschen einfach das Gefühl, dass es nicht sehr fair zugeht. Ja, also dass sozusagen, es gibt eine gewisse Spanne eine Kluft zwischen Arm und Reich, die sich nicht gerade positiv entwickelt. Und es gibt aber auch sonst so ein Gefühl der nicht vorhandenen Fairness. Wenn ich dem gegenübersetze Wirtschaftsmodelle, für die die EU steht, dann scheint das zu streiten. Tut es aber eigentlich nicht, weil natürlich brauche ich eine Basis, damit das überhaupt funktionieren kann. Ich brauche zum Beispiel den europäischen Binnenmarkt. Der europäische Binnenmarkt mit 508 Millionen ist einfach ein riesiger Markt, der auch eine gewisse Stabilität bringt für alle Teilnehmer. Hm. Weil ich kann dann nicht nur in einem nationalen Markt bei unseren 8 Millionen oder 80 in Deutschland, der schon größer ist, Produkte anbringen, sondern eben auf diesem großen, großen Markt. Und das betrifft nicht nur, natürlich betrifft es die auch, große Betriebe, sondern eben auch kleine, auch Nischenbetriebe, KMUs, die ganz spezielle Teile herstellen,
in dem Schulbuch unter anderem habe ich genannt, eine Firma aus dem Waldviertel, die Schiebedächer für Autos herstellt und die damit sehr erfolgreich ist und alle europäischen Hersteller beliefert mit diesen Schiebedächern. Ich weiß nicht, ob das heute so ist, das war damals zu dem Zeitpunkt veröffentlicht so, ich hoffe es. Und das sind so Beispiele, die können eben ohne dieses gemeinsame Europa nicht. Mhm. Und da komme ich eben zu dem, was Sie gesagt haben, da muss man das auch erklären. Ja? Also man muss auch erklären, warum ein Binnenmarkt, ja, so unangenehme Teile, der eben auch, nämlich zum Beispiel einen harten Wettbewerb bringt, wie er der doch eine stabile Basis für unseren Wohlstand ist. Und wie wir auch in diesem Binnenmarkt, dass der natürlich noch viel besser funktioniert mit einer gemeinsamen Währung. Weil dann habe ich nicht das Problem, dass ich Waren zum Beispiel mit Italien handle und plötzlich kriege ich nur mehr einen Teil der ausgemachten Summe, weil die Lira so abgewertet hat. Und das gab es ja in der Vergangenheit. Auch das ist eine sehr sinnvolle Sache. Die Illusion, die heute entstanden ist, ist eine, und da kommen wir zu dem, auch was der Van der Bellen im Parlament gesagt hat, die Illusion ist, dass ich als Nationalstaat alles besser kann. Also dass ich, wenn ich das reduziere, dann wird das wieder über, habe ich wieder den Überblick und das funktioniert wieder. Solange ich eine große Mauer darum herum bauen kann und wirklich ganz alleine bin, oder? Ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, es funktioniert eben nicht. Ein großes, also ich meine, für ein kleines Land ist es schon sehr schwer. Indien hat das zum Beispiel versucht, weit über ein Jahrzehnt, sich abzuschoten. Die haben gedacht, sie sind ein großes Land, sie können eigentlich von diesem Weltmarkt sich abschoten und können da mit ihren eigenen Produkten, sie haben genug Landwirtschaft, sie haben genug Rohstoffe, sie können das irgendwie schaffen. Ist aber nicht, hat nicht funktioniert, weil ich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Ich kann die Zeit nicht zurück vor eine Globalisierung drehen, wie wir sie heute erleben. Das hat damit zu tun, dass ich die Verkehrswege nicht zurück abwickeln kann, dass ich nicht das Internet plötzlich abdrehen kann. Ja, theoretisch schon, aber in der Praxis wird das nicht passieren. Ich kann da nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss anfangen, mich mit diesen globalen, also nicht nur europäischen, sondern globalen Herausforderungen einfach zu befassen. Und da stimmt's, da fehlt die Erzählweise, die Erklärung für Menschen, damit sie damit gut mitfinden. Ein Kollege von Ihnen hat mir in einem Gespräch vor kurzem ein wunderbares Beispiel gesagt. Er hat gesagt, wie ich Junggeselle war, da war ich frei, da konnte ich alles tun, da stand mir die Welt offen und ich musste keine Rücksicht nehmen. Wie ich dann geheiratet habe, Kinder gekriegt habe, hat sich das geändert. Und es hat sich auch etwas geändert in meinem Bewusstsein, dass es eben nicht mehr so ist wie davor. Und dass es das gar nicht mehr geben kann. Egal, was ich tue, es wird sich nicht ändern. Ich kann meine Situation nicht ändern. Wenn man das Bild jetzt überträgt, auf Österreich, auf die europäischen Staaten, die dieses Miteinander brauchen, die da hineinfinden, würde es das Beispiel passen, dass es eigentlich nicht das zurückgibt? Das Bild passt mir sehr gut, ja, weil man kann fast sagen, dass die Europäische Union, es stimmt fast auch vom Zeitpunkt her, so in der Midlife Crisis ist. Ja. Und da wieder sowas kommt, wie der Wunsch nach, ich will es aber jetzt endlich noch einmal wissen, und es war ja eigentlich so schön, wie ich noch diese ganzen Freiheiten gehabt habe, und deswegen kauft man sich jetzt ein Motorrad oder ein Cabrio und fährt hinaus in die Landschaft. Das spitzt nur nicht. Ja. Oder spitzt, wenn nur ganz kurz, mit möglicherweise katastrophalen Folgen in der Familie. Das Bild passt insoweit wirklich gut, ja, weil dieses Gefühl ist tatsächlich jetzt da. Das Gefühl, mein Gott, ich möchte wieder alles selbst entscheiden, ich möchte wieder raus. Ja. Ich möchte aus diesem, auch diese Kritik, die ja immer kommt, sehr, das ist ja nicht ein genaues Bild, ja, vom System,
das System ist, das da immer kritisiert wird, ist eigentlich alles. Und ich hatte ja auch einmal so eine Diskussion mit natürlich, wie man immer wieder auch im privaten Kreis hat, mit sehr EU-kritischen Leuten, die auch eben das System kritisiert haben. Und dann wenn wir auch umdrehen muss, entschuldigen, ihr lebt es aber alle von diesem System. Es ist nicht nur so, dass das ein Elitensystem ist, sondern wir alle leben von diesem System. Wir können das natürlich jetzt zerschlagen und etwas Besseres aufbauen. Aber da ist meine Kritik, ich erkenne bei all diesen politischen Gruppen, die das machen, wenig Vorschläge, idealistische Vorschläge, wie es denn neu sein kann. Ja, es wird, Sie kritisiert im Journalismus, das muss man auch ernst nehmen, wir tun das so leichtfertig immer kritisieren und haben dann eben zu wenig gute Vorschläge, aber so passiert es ja auch politisch. Es gibt Vorschläge, die, mit denen man sich wirklich auch manches Mal auseinandersetzen muss, die wirklich gut sind, wo ich sage, aha, könnte man das so, wäre denn das überhaupt praktikabel? Ja? Wenn das, damit das fairer ist, damit ich, es gab Vorschläge, wie man natürlich und durchaus sinnvoll in der regionalen Wirtschaft das besser machen kann, also regionale Produkte kaufen etc. Finde ich richtig, finde ich absolut richtig, weil diese ganzen Transportwege sind irgendwo idiotisch. Auf der anderen Seite muss man aber dann auch so fair sein, ich kriege in der Region nicht alles und ich brauche die Konsumenten dazu, die auch so verantwortlich einkaufen. Aber ich kriege viele Produkte, kriege ich heute nicht in der Region, sondern die sind zusammengestellt, sie alle werden ein Handy haben, das mit großer Wahrscheinlichkeit in China hergestellt ist, designt in den USA oder woanders. Wenn Sie ein Auto haben, das besteht aus Teilen, die aus oft Dutzenden Ländern kommen, das ist nicht mehr so singulär. Und da komme ich wieder zurück, wir leben in dieser globalisierten Welt und ich glaube, das muss man anerkennen. Ja? Und da muss man auch versuchen, das zu gestalten. Es gibt eine positive Sache, die man bei dieser Krisensituation immer auslässt. Man lässt sie, oder wir haben es oft ausgelassen. Und zwar ist diese positive Sache, dass sowas wie eine europäische und internationale Öffentlichkeit entstanden ist. Überlegen Sie einmal vor 20 Jahren, ob Sie damals gewusst haben, wie der griechische Finanzminister beim Namen heißt. Höchstwahrscheinlich nicht. Der Herr Varoufakis war dann allen ein Begriff. Sie haben plötzlich sich beschäftigt mit Dingen auf griechischen Inseln, mit der Politik von der Frau Merkel, ob man es jetzt gut oder schlecht heißt, in Deutschland. Es ist plötzlich der Herr Farage ein Begriff geworden in Großbritannien. Man hat sich angeschaut, macht das der Hollande richtig? Wie ist denn der Renzi? Ist das ein neues Modell, das funktioniert oder letztlich doch nicht? Wir haben das noch nie gehabt. Mhm. Ja? Also wir haben in der Aufmerksamkeit noch nie so eine Internationalität gehabt. Und überhaupt die Bedeutung Europas, ja, in dieser 20-jährigen Mitgliedschaftsgeschichte Österreichs ist erst in den letzten Jahren das wirklich so ein brennendes allgemeines Thema geworden. Und das macht die Sache jetzt wirklich spannend, weil ich habe sozusagen die Aufmerksamkeit. Ich habe sie großteils negativ besetzt, das muss man einfach auch so sehen. Aber sie ist gestaltbar, weil sie da ist, weil die Aufmerksamkeit da ist. Und damit auch zum Beispiel, da kommen wir auf diese Erklärsache. Ich habe das Gefühl, man kriegt so als Journalist ja immer wieder Leserbriefe, wir haben ganz schlimme, ich hoffe, ich beleidige da niemanden im Raum, wir haben ganz schlimme Poster, also die so auf die Internetbeiträge dann mit Beschimpfungen reagieren, das ist teilweise sehr unangenehm. Aber ich merke zum Beispiel, oft ist ja meine E-Mail-Adresse unter den Geschichten, Leute, die per E-Mail schreiben und die auch durchaus kritisch schreiben, mit denen kann man aber in Kontakt treten. Und wenn ich irgendwie Zeit habe, tue ich das. Und das ist wirklich interessant, ja, weil das nicht so ist, dass da keine Aufmerksamkeit da ist. Es ist eine Kritik da, es ist vielleicht auch eine gewisse Frustration da, aber es ist auch eine Bereitschaft,
sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich meine, da bin ich vielleicht privilegiert, weil ich das manchmal tun kann. Aber ich denke, es könnten auch viele andere, die sich eben als Pro-Europäer oder als verantwortlich fühlen in der Politik, könnten das durchaus aufnehmen. Wir haben eher leider die Gefahr, und das ist für mich ein bisschen ein Phänomen der sozialen Netzwerke, dass da so eine Art Aufregungen entstehen, auf die setzen sich dann viele Leute drauf, dann werden diese Aufregungen noch größer, gehen aber plötzlich, haben die eine Eigendynamik und werden ganz schrecklich und sind es vielleicht nicht. Und da sind wir bei dem Thema, das ich glaube ich auch ansprechen wollten, CETA. Nein, da kommen wir ein bisschen später noch hin. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese europäische Öffentlichkeit oder dieses Bekenntnis und Bewusstsein, es gibt jetzt zurzeit eine Initiative in Deutschland, die in Frankfurt am Main begonnen hat und mittlerweile auch in vielen anderen Städten, sogar über Deutschland hinaus, ich denke in Amsterdam, passiert, nämlich am Samstag um 14 Uhr proeuropäisch auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, nicht jetzt gegen Europa, sondern für Europa, zu zeigen, dass die Jugend Europa braucht, dass wir Europa brauchen, dass wir uns dieses Europa nicht zerstören lassen wollen, sondern eben ganz positiv besetzt. Aber, und der Anlass für dieses Signifikante auf die Straße gehen, hat auch in die Message, wir wollen uns nicht von Leuten wie Le Pen und so weiter Europa zerstören lassen. Ja, da komme ich zum Thema. Marine Le Pen, Brexit, vielleicht Russland, Herr Trump, wird, auch wenn wir jetzt alle ganz positiv europäisch sind, wird dieses Europa nicht trotzdem einfach zerbröseln? Na, die Gefahr besteht. Also das ist ja nicht so, dass lauter Phänomene sind, die man nicht ernst nehmen sollte. Ja. Und deswegen auch diese, habe ich nicht ganz diese Wahnsinnsbegeisterung für den Van der Bellen verstanden. Ja, ein bisschen emotional vielleicht, aber nicht wirklich. Es gibt in diesem Jahr, und dieses Jahr wird wirklich ein Entscheidungsjahr, wird man sehen, wohin sich Europa entwickelt. Ja? Und wir sind wirklich so in einer Gratwanderung, wo man nicht weiß, in welche Richtung dann der Stein fällt. Die eine Seite ist eine, die passieren kann. Der Brexit war eben einer dieser wahrgenommenen Dominosteine, der dann vielleicht auch andere folgen könnten, wo sich ein Land entscheidet, nicht mehr mitzumachen und glaubt, und dieser Glaube ist ja offenbar da gewesen, sonst kann ich mir nicht vorstellen, also bei all diesen Nachanalysen, wären die Jungen hingegangen, wäre das sowieso ausgegangen. Ich meine, es ist ein Faktum, dass dort sehr viele Leute frustriert waren und sehr viele auch dieses gemeinsame europäische Projekt in Frage gestellt haben. Ja, es gibt eine gewisse Tradition dafür in Großbritannien, das wissen wir auch. Es gibt einen sehr großen Nationalstolz. Aber man wird sehen, wie das dort ausgeht. Es ist aber jedenfalls ein Schaden für das europäische Projekt, ja, weil Großbritannien ist ein wichtiges Mitgliedsland noch. Es gibt einige, gehöre auch dazu, die es noch nicht ganz aufgegeben haben, zu hoffen, dass das sich noch ändern könnte, also dass es irgendwann einmal, nachdem das Verhandlungsergebnis da liegt, das ist so irgendwie das Szenario, das passieren könnte, und dieses Verhandlungsergebnis nicht so wahnsinnig ideal ist für Großbritannien und auch für viele Menschen eben auch verständlich ist, dass das jetzt doch um ein bisschen weniger ist als die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, dass dann noch einmal ein Referendum stattfindet. Ja. Aber das ist ja auch so eine Diskrepanz, ja. Weil die Stimmen werden immer lauter, nicht? Und wir hören es ja auch von der schottischen Seite und anderen Teilregionen des Vereinigten Königreiches, die eben nicht mit dem Kurs Londons oder der Theresa May. Ich war da schon fast wieder zu optimistisch. Ja. Ja, das ist krankhaft. Aber
die anderen Dinge, Frankreich, wo man auch mit einem Optimismus natürlich herangehen kann im europäischen Sinne, aber auch da muss man ganz real die Situation sehen und die Situation kann auch so ausgehen, dass Frau Marine Le Pen diese Wahlen gewinnt. Was passiert dann? Und dann fürchte ich, dass etwas im Großen passiert, was beim Brexit im Kleinen passiert ist. Im Brexit war ganz Europa nicht darauf vorbereitet, samt der britischen Regierung. Wir hatten, oder ich habe mal ein Gespräch gehabt mit dem Fraktionschef der Tories der Delegationsleiter Tories im Europaparlament, der Herr Kamal, und habe ihn gefragt, wie denn das ist, ob die britische Regierung, ob die Tories keinen Plan gehabt haben. Hat er gesagt, ja, das versteht er auch nicht. Verantwortungslos, dass die Tories keinen Plan gehabt haben. Sage ich, Entschuldigung, von welcher Partei sind Sie? Ja, von den Tories. Aber es war der wahrscheinlich britische Humor, der da mitgespielt hat. Aber es war ja der wahre Hintergrund. Ja. Man hat für diesen Fall, und zwar nicht nur auf britischer Seite, sondern genauso auf Seiten der EU-Institutionen keinen Plan gehabt. Mhm. Und das kann uns im Großen passieren, wenn Frau Le Pen in Frankreich gewinnt, nämlich dass niemand einen Plan hat, was dann passiert. Weil alle heute noch hoffen, dass es nicht passiert. Vielleicht braucht man dann gar keinen Plan, weil alles zu spät ist. Nein, ich glaube, es wird natürlich das Projekt der Europäischen Union, ist nur ein Name, aber das Projekt eines gemeinsamen Europas, sehr großen Schaden zufügen. Das kann bis dazu führen, dass die Europäische Union in der heutigen Form aufgelöst wird, dass andere Länder diesem Beispiel folgen, dass allein dadurch, dass diese auch Balance zwischen Frankreich und Deutschland weg ist, eben das System zusammenbricht, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ich so nur rund um Deutschland so ein Europakern bildet, ohne Frankreich, weil das ist dann eher eine Interessensgemeinschaft. Ja? Das sind die exportorientierten Länder, die so ähnlich aufgestellt sind. Österreich könnte da durchaus mitmachen, wie Deutschland, Niederlande vielleicht. Aber das wäre dann so ein Kern mit ganz speziellen Interessenslagen und nicht sozusagen dieses europäische Projekt. Sie haben es kurz vorher angesprochen mit den Kompromissen, in dem es immer Kompromisse gab. Also das ganze EU-Projekt seit der Gründung ist ein Kompromiss. Nur Kompromisse sind ja an sich nichts Schlechtes. Das heißt, dass man aufeinander zugeht und in irgendeiner Weise eine gemeinsame Lösung findet. Ist nicht für beide Seiten dann voll befriedigend, aber es ist vielleicht trotzdem immerhin ein gemeinsamer Weg. Wenn Frankreich diesen gemeinsamen Weg nicht mehr mithält, dann sehe ich eben die EU eigentlich in der bisherigen Form am Ende. Diskutiert, ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Vorbereitungsmaßnahme ist, aber diskutiert wird zurzeit im Europäischen Rat, was ist passiert, auf Malta teilweise, oder man hat sich vorgenommen, daran zu arbeiten, wahrscheinlich dann in Rom, wenn man sich zur Feier 60 Jahre römische Verträge trifft, dass sich diese Europäische Union auch von ihrer politischen Konstellation vielleicht verändern muss. Mhm. Stichwort neue Vertragsverhandlungen, einen Konvent einzurichten und diese Europäische Union vielleicht tatsächlich neu aufzustellen. Glauben Sie, dass das passieren könnte, wird oder vielleicht sogar passieren müsste? Ja, eine Reform muss passieren. Ich zweifle nur daran, dass derzeit die Kraft, die Dynamik vorhanden ist, das anzugehen. Es ist momentan die Angst irgendwie zu groß. Die Angst vor diesen Wahlen, die jetzt anstehen, einfach zu groß. Ja? Soweit ich weiß, es ist für Rom, also im März wird dort eben die 60 Jahre gefeiert, war ja vorgesehen, dass man dort Reformen präsentiert. Das sollte auch eine Folge eben von Brexit sein. Soweit ich weiß, wird es nicht dazu kommen in großem Maße, weil
weil es einfach niemand derzeit über die Bühne bringt, innenpolitisch. Wenn, oder das ist wieder leider so ein Wenn-Dann-Sache, sollte in diesem Jahr diese Entscheidung auf diesem Grad in die Richtung fallen, dass die Wahl in den Niederlanden nicht katastrophal ausgeht, dass in Frankreich Macron gewinnt, in Deutschland sich CDU, SPD irgendwie sowas wieder schaffen, wo ich jetzt schon ein bisschen fast Bauchweh habe, ob man das wirklich gutheißen kann, diese teilweise festgefahrenen Parteien da jetzt, oder dass man da sich daran festhält, dass die das noch einmal alles hinbekommen. Sie meinen jetzt konkret in Deutschland? Ich meine, eigentlich wäre ich Österreich, aber das war jetzt dann ein Umweg. Sie können ruhig da ganz offen reden und das ausführen. Zwischenfrage, wann wird in Österreich gewählt? Nein, bitte, viele Fragen, nur die hatten wir jetzt, ich war die letzten zwei Tage mit fast ausschließlich innenpolitischen Journalisten unterwegs, die nichts anderes scheinbar bewegt als genau diese Frage, und ich habe mich da rausgehalten, ich halte mich auch heute wieder raus. Gut. Es wird irgendwann am gewählt, es ist mir auch, ich glaube, es gibt letztlich auch Wichtigeres, ja, also ja. Wann das stattfindet. Aber ich habe Sie jetzt unterbrochen. Also wenn das so ausgeht, dass die fast stärker proeuropäischen Kräfte gewinnen als jetzt, weil jetzt trauen sich manche nicht wirklich proeuropäisch sein, dann könnte ich nach diesem Jahr eine gewisse Dynamik haben, wo eine Reform möglich ist. Zu optimistisch möchte ich aber nicht sein, weil ich glaube, normalerweise geht das nicht einwandfrei so aus. Mhm. Es wird dann trotzdem Probleme geben. Es wird zum Beispiel, da stimme ich dem Juncker zu, es kann ohne weiteres dazu kommen, dass diese Brexit-Verhandlungen wie Gift wirken für die gemeinsame politische Basis, weil da kann es ohne weiteres sein, dass die Briten mit den einen das so aushandeln, ganz in ihrem Interesse, und sagen, ja, also wenn ihr dann dort zustimmt, dann bekommt ihr das. Ich sage jetzt zum Beispiel eine Freiheit für die Deutschen, was Kfz-Lieferungen betrifft, oder irgendwas Lebensmittel aus Polen oder sonst was. Naja, aber und es könnte dazu führen, dass hier Europa völlig auseinanderdividiert wird. Das hat nichts mit innenpolitischen, mit Stimmungen zu tun, mit einem neuen Nationalismus oder so. Das ist rein aus der Verhandlungsdynamik heraus möglich. Also das hat der Juncker eben in einem Interview angesprochen, und auch man hatte den Eindruck, er hat da ja nicht nur das warnend, oder vielleicht hat das warnend gemeint, aber es klang schon sehr frustriert, ja, dass es vielleicht sogar tatsächlich in Anfängen schon so läuft. Aber grundsätzlich von den Verträgen ist es ja gar nicht möglich, weil die Nationalstaaten, die Mitgliedsländer, sind ja daran gebunden, dass Handelsagenda eben nicht jeder bilateral macht. Aber ja, wenn jetzt einer das bricht, dann wäre es schon ein Anfang des Auseinanderbrechens. Und wir haben das ist etwas, was mir jetzt wirklich Sorgen macht. Wir haben eine Situation, wo das Recht, das uns irgendwie immer heilig war, unsere gemeinsamen Regeln, für die wir gestanden sind, ja ständig in Frage gestellt werden. Ja. Es werden gemeinsame Beschlüsse in der EU einfach nicht umgesetzt, weil einige Regierungen keine Lust dazu haben. Jetzt rein rechtlich ist es so, ich kann, wenn ich eine europäische Entscheidung treffe, auf europäischer Ebene, dort sind die Minister, die entscheiden zum Beispiel über die Aufteilung der Flüchtlinge, dann muss ich mich danach halten. Aber plötzlich halten sie sich nicht. Es hat angefangen, aber nicht erst in der Flüchtlingskrise, hat ja beim Stabilitätspakt schon angefangen, wo Deutschland und Frankreich den gebrochen haben und ohne Konsequenz geblieben ist. Und das setzt sich aber jetzt eigentlich immer mehr fort, dass man beginnt, gemeinsame Regeln zu unbestraft, ohne Sanktionen zu brechen. Weil
oft ja dort die Richter und Dirigenten eigentlich die gleichen sind. Ja? Also mussten zum Beispiel die Finanzminister dann darüber entscheiden, bei einem Stabilitätspakt, wenn sozusagen der gebrochen wird, dann über Sanktionen. Das sind dieselben, ja, die sich gerade vorher zusammengesetzt haben. Es kann irgendwo nicht funktionieren. Mhm. Und also hier sind auch bisschen Systemfehler. Aber es ist, glaube ich, auch von der Einstellung langsam so. Nicht nur auf europäischer Ebene, sondern in vielen Bereichen. Sie haben den Herrn Trump genannt. Nicht gewählt wahrscheinlich. Nein, aber, auch selbst wenn ich gedurft hätte, hätte ich es nicht getan. Das Stimmeversprecher. Nein, aber Sie haben ihn genannt. Und auch da ist es so, dass man das Gefühl hat, ihm ist das Recht eigentlich egal. Er setzt sich drüber hinweg, weil er sagt, jetzt habe ich die Macht und jetzt kann ich das tun. Mhm. Und ich habe es in nicht vergleichbaren Fällen, auch in manchen EU-Ländern, ich sage das von der Intensität, wäre es unfair, das zu vergleichen mit dem, was Trump derzeit macht, aber in Polen, Ungarn, aber auch in anderen Ländern, wo die Einstellung ist, ich habe eine demokratische Basis, also habe ich Macht, also kann ich sozusagen auch den Staat nach meinen eigenen Vorstellungen verändern. Ich kann die Politik verändern, ich kann aber nicht, und das ist eigentlich unser Rechtssystem gewesen, ich kann nicht den Staat verändern. Mhm. Ich habe eine Verfassung, ich habe ein System von Checks and Balances, da gehören die Verfassungsgerichte dazu, da gehören Meinungsfreiheit, Medienfreiheit etc. dazu. Ich kann da nicht hineinfahren, ja? Weil sonst dieses System eben nicht, das heißt ja auch Checks and Balances auf Englisch, aus der Balance gerät und nicht mehr funktioniert. Und diese Tendenz habe ich aber leider offenbar jetzt weltweit. Das ist einer der Dinge, die mir dann schon Sorgen machen, wo ich mir denke, wenn das weiter fortgesetzt wird, also wenn sozusagen wir uns Regeln geben, aber die nicht mehr einhalten und das in größerem Maße, dann wird es problematisch. Wenn einfach die Wertigkeit oder überhaupt die Rechtsstaatlichkeit, die Selbstverständlichkeit nicht mehr stimmt. Aber ein Korrektiv darüber gibt es ja auch nicht. In der Europäischen Union hätten wir es vielleicht, aber wenn man sich das Beispiel Türkei ansieht und was, ich habe jetzt in den letzten Tagen mir ein bisschen angeschaut, was die genauen Punkte des Referendums sind, es ist eine Unmenge an Änderungen, die da passieren, die dann in Ja oder Nein nur abgefragt werden, wo wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal, das türkische Regime da gar nicht daran interessiert ist, Aufklärung zu betreiben. Aber wird nicht mit dem auch gespielt, dass man sich Macht sichern möchte und die Rechtsstaatlichkeit keine Rolle mehr spielt? Und also wo ist das Korrektiv? Im Fall der Türkei muss man leider sagen, dort ist es offensichtlich so. Die Türkei war vor vielleicht jetzt 15 Jahren, mehr 17, also so um die Jahrtausendwende, gab es dort eine eigentlich relativ positive Dynamik, die man interessanterweise damals sogar mit dem Erdogan verbunden hat. Man hat geglaubt, die schaffen das sozusagen die Bedürfnisse einer muslimischen Kultur mit einer westlichen Demokratie in Einklang zu bringen. Es wurde zum Beispiel die Todesstrafe abgeschafft, es wurde gewisse Medienfreiheit zugelassen, es wurden Minderheitsrechte zugelassen, die es bis dahin nicht gegeben hat. Es war insgesamt tatsächlich eine, und auch immer mit der Perspektive auf einen möglichen EU-Beitritt, war einiges möglich. Heute ist das eine klare Rückentwicklung. Und wenn ich damals irgendwie gezweifelt habe, ob nicht vielleicht doch die Türkei zur EU passt, heute bin ich ziemlich sicher, dass es derzeit nicht passt. Und aber ist genau das dort der Fall gewesen, eben der Rechtsstaat wird gekrümmt und unter teilweise Applaus allerdings auch von Anhängern
muss man auch immer sagen, es ist nicht nur eine Person, es ist auch das Bedürfnis da, vielleicht aus einer gewissen Unsicherheit heraus, dass ich eben diese starken Führungspersönlichkeiten tatsächlich mit dieser Macht ausstatte. Und auch Erdogan hat diesen Teil der Gesellschaft hinter sich, der das durchaus unterstützt. Ja, aber das ist eben das, was ich nicht verstehe. Weil in einem Rechtsstaat, wo ich jetzt von der Jurisdiktion die Regeln habe, aber ich habe trotzdem immer noch den Souverän, das Volk, den einzelnen Bürger, der dann in irgendeiner Form signalisieren kann, wir wollen das nicht, wenn er in Wahlen gefragt wird oder zumindest auf die Straße geht. Aber was verändert sich da? Ich meine, in der Türkei ist vielleicht ein extremes Beispiel. In europäischen Ländern, wie eben, Sie haben es angesprochen, Polen oder Ungarn, passiert das ja auch nicht in dem Maß, dass der Souverän so eine große Stimme bekommt, sondern die Kräfte, die die Macht an sich reißen, machen scheinbar tatsächlich, was sie wollen. Ja, abgemindert. Man muss jetzt immer schon differenzieren. Es ist nicht vergleichbar, auch nicht mit der Türkei. Ja. Also es hat ein sehr anderes Niveau und gibt dort auch noch gewisse Rechtssicherheiten, gibt es ja da noch, einfach noch. Ja. Aber ich kann es eigentlich nur wiederholen. Ich denke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, ja, warum entsteht sowas? Es entsteht immer aus dem Gefühl heraus, es ist etwas unfair gelaufen und ich kann das korrigieren, indem ich meinen Teil mehr Macht gebe, ja, also meinen Interessensvertreter mehr Macht gebe und der agiert dann gegen die ich empfunden habe, die mir es immer schlecht gehen haben lassen. Und wenn es die anderen trifft, ist das immer in Ordnung. Und das ist System Erdogan, ist das pur. Ja? Der Feindbilder, wie die Gülen-Bewegung zum Beispiel, ausgenommen hat und das dorthin leitet. Das funktioniert einfach leider sehr, sehr gut. Ja? Und es ist ein bisschen dieses Gemeinsam, hat da eine gewisse Gemeinsamkeit eben mit der Europadiskussion. Wenn man immer nur die Einzelinteressen sieht, wenn man immer nur sagt, okay, jetzt kommen wir einmal dran, ja, das ist einer der vielleicht verständlichsten Wahlsprüche, die es im rechten Lager gibt. Jetzt wollen wir einmal dran, ja, jetzt wollen wir einmal. Jetzt, wir haben das Gefühl, wir waren nicht dran, wir waren nicht an den Futtertrögen, jetzt wollen wir mal dran. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat mit Revanche zu tun. Und vielleicht einer schon persönlich empfundenen Fairness, weil jetzt ist der Ausgleich da. Es hat aber gesamtgesellschaftlich nicht unbedingt mit Fairness und gemeinsamen Werten mehr zu tun. Und da sind wir jetzt. Wir erleben eigentlich einen Egoismus, der sich da durchschlägt, der seine Gründe hat, aber der durchaus zerstörerisch sein kann. Nämlich für die Basis, die wir nach dem Krieg aufgebaut haben in Europa für den Rechtsstaat. Noch einmal zurück zu den Veränderungen, die in Europa vielleicht passieren müssen. Es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Haltungen. Von die Frau Merkel zum Beispiel, auch der Herr Juncker haben sich ganz klar deklariert und gesagt, sie wollen aktuell keinen Konvent. Europa würde das nicht aushalten. Wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Möglichkeit, das sozusagen da jetzt anzugehen. Sie haben es auch gesagt. Andere Kräfte sagen, ja, vielleicht die liberalen Kräfte, wir müssen Europa neu aufstellen. Aber interessanterweise gibt es auch Komponenten, denkt da zum Beispiel eben an Polen, die Ministerpräsidentin hat beim Staatsbesuch von Merkel in Polen kürzlich da das angesprochen und diskutiert, die will das auch. Ja, aber aus ganz anderen Gründen. Genau, warum will die das zum Beispiel? Naja, die will natürlich wiederum ihre Interessen, die hat nicht Interesse an einem starken Europa, sondern ganz im Gegenteil, die hat eher Interesse, dass
ihr Land wieder mehr selbst entscheiden kann, ja, dass Kompetenzen zurückwandern etc. Wobei, ganz ehrlich, man muss auch dieses, keine Wahnsinnssympathien für diese polnische Regierung, aber das, die Frage der Kompetenzen muss man natürlich angehen. Was ist sinnvoll auf europäischer Ebene zu machen, was ist nicht sinnvoll? Es ist nicht alles sinnvoll, auf europäischer Ebene zu tun, ja, und alles dorthin zu verlangen. Es ist bei manchen Dingen aber absolut, absolut sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel eine gemeinsame Gestaltung der Globalisierung will, dann kann ich das nur auf europäischer Ebene machen, weil als Einzelstaat habe ich da keine Chance. Wenn es um Rauchverbote geht, ehrlich gesagt, ich bin zwar nicht Raucher und genieße es derzeit sehr, dass man nicht stinkig nach Hause kommt nach einem Restaurantbesuch, aber das muss nicht auf europäischer Ebene gemacht werden. Es müssen viele Dinge nicht unbedingt auf europäischer Ebene gemacht werden, weil sie so auch funktionieren können. Und da gab es also auch wirklich von der neuen Kommission, es ist, wenn man sich anschaut, wie viel so Richtlinien und Verordnungen die Europäische Kommission vorgelegt hat, dann sieht man in der Statistik tatsächlich, dass das deutlich sich jetzt reduziert hat. Ja, in Zahlen, also unter Barroso waren das, glaube ich, an die 100 oder mehr sogar Initiativen pro Jahr. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Aber unter Juncker, und das propagiert er ja sehr stark, sind es maximal 23 Initiativen pro Jahr. Und das Europäische Parlament beklagt sich ja schon fast, dass sie nichts mehr zu tun haben. Ja, ja. Nein, aber das ist, da muss man schon, das ist auch wichtig, diese Eigendynamik einer Bürokratie zu brechen. Jede Bürokratie, wurscht, ob sie in Brüssel sitzt oder im Wiener Rathaus, hat die Automatik, dass sie immer neue Regeln entwerfen möchte oder immer neue, durchaus mit einem positiven Hintergrund. Sie wollen ja etwas besser machen. Ja? Nur irgendwann wird es halt zu viel und wir wissen, gestrichen wird da nichts, sondern es entstehen immer neue Regeln, es stehen immer neue Regeln und plötzlich sind wir so eng, weil wir eigentlich uns gar nicht mehr bewegen können. Und da ist auch meine gewisse Sympathie auch für den Frust schon da. Ja? Also auch, weil wir vorher gehabt haben, der Midlife-Crisis Europas, was das betrifft, verstehe ich es. Wenn Sie jetzt sozusagen eingeladen werden würden, da diese, Sie haben es angesprochen, in der Entwicklung hat sich Europa als Reaktion entwickelt und ist nicht als solches konstruiert worden. Aber wenn Sie jetzt der Konstrukteur wären, was würden Sie denn da ändern oder was würden Sie, in welche Richtung würden Sie dieses Europa entwickelt sehen? Oder? Ja. Nein, ich bei aller Bescheidenheit, es ist natürlich eine Frage, die braucht mehr als einen journalistischen Kopf. Ja. Ich habe schon nonah in manchen Leitartikeln, in manchen Kommentaren die einzelnen oder anderen Dinge kritisiert, auch jetzt wieder, wo ich das Gefühl habe, die laufen falsch. Ja. Das gesamte Konstrukt bräuchte wirklich die klügsten Köpfe dieses Kontinents, nämlich wie das funktionieren kann. Also wie kann ich auf Basis der, glaube ich, weitgehend unwidersprochenen Werte, für die Europa steht, etwas aufbauen, wo ich auch die Menschen mehr mitnehme. Also wo muss ich sozusagen in dieser Konstruktion Sicherheitsdinge einbauen, damit sich eben der Einzelne nicht überfahren fühlt. Ja? Ein Beispiel, das so schief gegangen ist, ist diese Steuersache und die durch LuxLeaks veröffentlichten Dinge, dass einzelne Konzerne, dass man da Steuerdeals gemacht hat und denen so weit entgegengekommen. Ich komme von einer Zeitung, die sicher eher wirtschaftsliberal ist, trotzdem traue ich mich das zu sagen, so geht es nicht. Es kann durchaus ein Wettbewerb sein, der ist auch gesund und gut, aber wenn, Beispiel Amazon, wenn Amazon in Europa kaum Steuern zahlt, Amazon konkurriert aber mit vielen kleinen Buchhändlern, mit sonstigen Betreibern von vielen Geschäften, die natürlich auch ihre Waren anbringen möchte.
Die haben aber nicht, die zahlen bedeutend mehr, zahlen um ein Vielfaches mehr an Steuern, haben um ein Vielfaches mehr an Auflagen und sollen konkurrieren jetzt mit so einem Konzern, der nicht nur seinen Auftritt, den er genial macht im Internet, das muss man ihnen auch zugestehen, sondern eben auch durch solche Tricks erwirtschaftet hat. Das ist nicht fair und das wird auch nicht funktionieren. Und das muss ich, glaube ich, gegen solche Dinge muss ich etwas tun. Und da komme ich noch einmal zum Herrn Juncker zurück. Der Herr Juncker ist momentan nicht der Richtige. Er kommt aus einem Land, das als Geschäftsmodell genauso etwas entwickelt hat. Ja, und er ist für mich deswegen auch unglaubwürdig, in einer dieser sehr wichtigen Punkte etwas dagegen zu tun. Ja, also das wird sich dann wahrscheinlich auch von Ihnen irgendwann von selber lösen, die Frage, und dann eine neue Diskussion stattfinden, in welche Richtung oder wen findet man, der da den Ton angibt. Aber vielleicht ist es ohnehin nicht der Kommissionspräsident, sondern andere Politiker in Europa, die den Ton angeben, nämlich zum Beispiel die Frau Merkel. Meinen Sie, dass da eigentlich in Wirklichkeit Europa konstruiert wird in Berlin? Derzeit ist es schon so, dass eine Übermacht der Deutschen zu spüren ist. Ja. Das ist immer so, so wie ich vorher gesagt habe, aus der Sicht des Einzelnen, der damit gut leben kann, ist das immer positiv. Insgesamt ist es aber vielleicht nicht positiv. Und ich habe es eh schon angesprochen, diese Balance auch gegenüber dem sehr starken, auch wirtschaftlich starken Deutschland ist einfach wichtig. Es gibt andere Interessen auch. Es gibt zweifellos Interessen eines Exportlands, aber es gibt vielleicht auch Interessen eines nicht so orientierten Exportlands. Und das muss man irgendwie auf eine Ebene bringen. Und man kann eben nicht nur auf, Europa funktioniert nicht, wenn man nur das eine Modell forciert. Das passiert in der Währungsunion genauso wie in anderen Dingen. Da muss es einen gewissen Ausgleich und auch einen Kompromiss geben. Sie haben es ja vorher schon einmal angesprochen, deswegen kommen wir da jetzt wirklich drauf zurück, nämlich auf CETA. Ja. Und heute, ja, Sie werden es in den Nachrichten verfolgt haben, das Europäische Parlament hat darüber abgestimmt und das Ergebnis war positiv oder dafür, ja, nämlich über 400 von eben den 695 Stimmberechtigten haben dafür gestimmt und damit tritt jetzt sozusagen vorerst ja nur teilweise zum größten Teil dieses Freihandelsabkommen mit Kanada in Kraft. Spannend dran war beim Ergebnis, dass die Österreicher, nämlich die SPÖ-Abgeordneten, geschlossen dagegen gestimmt haben, obwohl Österreich und die Bundesregierung ja eigentlich schon sehr deutlich angedeutet hat, dass sie jetzt dafür wären. Wie geht das zusammen? Also das müssen Sie natürlich die SPÖ-Funktionäre fragen. Wenn der Bundeskanzler eine ganz andere Linie vertritt als seine Parteifreunde im Europaparlament. Das ist deren Problem irgendwie. Es ist nur diese CETA-Debatte für mich so symptomatisch, weil sie so österreichisch geworden ist. Sie haben international, also in Europa weit, relativ große Zustimmung. Deswegen auch die große Zustimmung im Europaparlament. Ist heute wirklich ganz klar mit über 400 Stimmen für das Abkommen ausgegangen. Es gibt viele, viele Länder, die eher die Vorteile sehen und wir sehen eher die Nachteile. Jetzt ganz persönlich, wir haben einmal so eine große Beilage gemacht, rund um wie das zur Entscheidung angestanden ist. Eine Beilage, wo wir genau erklärt haben, was CETA ist. Das war unheimlich aufwendig und schwierig, weil das ein komplexer Vertrag ist, den Sie nicht als Abendlektüren mit nach Hause nehmen wollen, sondern der wirklich sehr, sehr sperrig ist und wo es sehr, sehr schwierig ist, diese Einzelteile rauszufiltern, die wirklich von Bedeutung sind oder die immer wieder kritisiert werden. Ich sage, nachdem ich jetzt relativ stark damit befasst habe, es ist über 90% dieses Vertrags sind absolut in Ordnung.
Er bringt beiden Seiten was, er bringt Erleichterungen, sie haben zum Beispiel administrativer Natur, einfach Erleichterungen, wenn sie als österreichischer Anbieter jetzt in Kanada was anbieten wollen oder umgekehrt. Es gibt gewisse Standards, die auf eine Ebene gestellt wurden, ohne dass jetzt ein großes Risiko besteht, dass die jetzt auf einer Seite besonders sinken. Es gibt sogar gewisse Rücksichtnahmen. Nehmen wir zum Beispiel das Hormonfleisch, ist extra ausgenommen. Also sie dürfen sozusagen, weil Kanada produziert hormonbehandeltes Fleisch, das darf aber nicht nach Europa geliefert werden. Das heißt, es muss nach wie vor eine zweite Produktionslinie am Fleischsektor gemacht werden, damit eben Europa beliefert werden sollen. Es gibt einen Punkt und den teile ich in der Kritik. Das sind diese Sonderklagerechte für Unternehmen, für Investoren eigentlich. Also es sind Investoren. Und da habe ich einfach ein ungutes Gefühl, obwohl ich den Hintergrund sehr wohl verstehe. Es geht darum, dass ich Anreize schaffe, zu investieren. Hat jeder, denkt sich, wenn ich das zulasse, sowohl die europäische Seite auch wie die kanadische Seite, dann schaffe ich ja eigentlich bei mir ein paar Arbeitsplätze, weil da wird es ein bisschen leichter und ein bisschen attraktiver für Investoren, hier Geld anzulegen in neue Unternehmen. Ich denke, wenn das beidseitig nicht so sein würde, würde das genauso nicht oder gut funktionieren. Diese dafür eingerichteten Schiedsgerichte sind einfach ein Fremdkörper auch in unserem Rechtsstaat. Ja, wir haben relativ funktionierende Gerichtsbarkeiten, und zwar traue ich mir zu sagen, auch auf kanadischer Seite, auf europäischer jedenfalls. Wir brauchen das nicht. Und es ist einfach, finde ich, störend und für mich auch verständlich, dass man dagegen etwas hat. Das ist aber ein Punkt von sehr, sehr vielen. Mhm. Und sehr viele andere Punkte, die da in der Kritik kommen, haben schon auch mit Vorurteilen zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass man alle ausräumen kann. Gibt es wahrscheinlich in Einzelbereichen auch. Aber im Grunde ist ein Freihandel etwas, was bisher in der Erfahrung, und es wird jeder Ökonom, auch der Herr van der Bellen, der Wirtschaftsprofessor ist, gibt das unumwunden zu, Freihandel bringt Vorteile. Wenn er einigermaßen fair gestaltet ist, bringt er beiden Seiten Vorteile. Weil ich einfach nicht den Sand im Getriebe habe, sozusagen mehr, also weil ich den Sand herausgenommen habe. Das hat im Binnenmarkt funktioniert. Jedes dieser Länder, wenn Sie sich erinnern, die beigetreten sind, ob es Österreich war, ob es die osteuropäischen Länder waren, haben davon profitiert. Von dem profitiert einfach, weil plötzlich es leichter war, Waren, Dienstleistungen, alles mögliche, diesen zu exportieren. Es haben alle irgendwie davon profitiert, weil das Preisniveau sich einigermaßen vernünftig gehalten hat, nicht überall. Aber es ist an sich etwas, was in der Erfahrung, in der wirtschaftlichen Erfahrung funktioniert hat. Hat nicht überall funktioniert, hat Perversitäten wie Blasen auch entstehen lassen, nämlich dort, wo zu wenig Aufsicht war, aber es hat insgesamt funktioniert. Und wenn man die Globalisierung gestalten will, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, dann muss man sich, glaube ich, auch, muss man auch die Bereitschaft haben, sich mit dem Freihandel auseinanderzusetzen. Wie kann ich den fördern, wie kann ich aber auch einigermaßen fair gestalten? CETA hat, traue ich mich zu behaupten, über 90% dieses Vertrags fördert das sehr positiv. Also ja. Zu 90% sind Sie überzeugt, wenn ich es so übersetze, ja. und zu 10% haben Sie Vorbehalte, genau. oder Sorge. Genau. Müssten Sie zustimmen, würden Sie zustimmen, weil 90% eben mehr als 50% sind? Ich würde zustimmen als Kompromiss mit einem gewissen Bauchweh, was diese Schiedsgerichte betrifft. Ja. Mhm. Ich habe ja, und vielleicht, wir haben sie auch noch so ein bisschen vor Augen, wie damals durch die Wallonen die Möglichkeit überhaupt, dass das weitergeht mit CETA, ganz knapp war. Und,
und ich glaube, es war die kanadische Handelsministerin, die da in Tränen ausgebrochen ist. Ja, und die ganzen Geschichten mit Abreise kommen, kommt der Ministerpräsident jetzt oder nicht und kann unterzeichnet werden. Also da ist ja auch sehr viel Emotionalität dahinter, auf der einen Seite. Was in der Auseinandersetzung mit dem Thema CETA mir aber irgendwie schon auch, ich meine, diese Vorbehalte verstehe ich mit den Schiedsgerichten, ist schon klar, aber man verkauft CETA von Seiten der europäischen Institutionen ja dahingehend, dass man sagt, schaut's her, Kanada ist uns in vielen so ähnlich, von der Rechtsstaatlichkeit, von vielleicht auch sogar ähnlicher Mentalität, ja, also da sind so viele Gleichheiten oder Ähnlichkeiten. Und deswegen wäre es ja empfehlenswert, da sozusagen eine Norm zu stellen. Oder man hat gesagt, mit Kanada das Freihandelsabkommen soll ein Mustervertrag. Es gibt viele, viele andere Handelsabkommen, aber dieser neue Vertrag hat neuen Stils und soll als Muster gelten. Aber trotzdem spießt sich's da und ist in Österreich ein enormes aufgeheiztes Thema geworden und wahrscheinlich wird das auch noch bleiben. Es bleibt auch und ich traue mich vorauszusagen, dass es Widerstand geben wird, möglicherweise, dass Österreich nicht ratifiziert, aber nicht das einzige Land. Und dass das einfach aus innenpolitischen Gründen nicht geht. Man muss jetzt nur, warum ist dieser Widerstand entstanden? Er ist ja nicht entstanden gegen Kanada, sondern eigentlich über den Umweg von Kanada gegen die USA und gegen TTIP. Ja. Man hat Angst gehabt und ich glaube, das war eigentlich der Auslöser, die Kritik an diesem Freihandelsabkommen mit den USA, die mit ihrer Konzerngewalt, mit ihrer Stärke, wie sie einfach international in Wirtschaftsfragen auftreten, auch teilweise Brutalität, dass man Angst gehabt hat, jetzt werden da die Schleusen völlig aufgemacht und man will das nicht, ja, mit den USA. Und dann wollte man sozusagen nicht den Schuhlöffel CETA, damit das dann so weitergeht und deswegen wurde CETA so kritisiert. Ich glaube, vielen Leuten war die im Grunde der Handel mit Kanada ziemlich egal, ja, sondern es war eben ein Stellvertreterkrieg gegen TTIP, dass, wie wir jetzt wissen, die Aufregung eigentlich sich nicht ausgezahlt hat, weil mit einem Herrn Trump wird das garantiert nicht zustande kommen. Das wird uns weiter beschäftigen. Ich möchte unser Publikum einbinden und da passt zum Stichwort Trump ja schon die erste Frage. Werden die europäischen Staaten ihre Zukunft selbst entscheiden oder werden sie erlauben, einen Trump-Putin-Pakt zu entscheiden? Das ist tatsächlich eine gewichtige und wichtige Frage, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht, nämlich insoweit, als eine unheimliche Unsicherheit entstanden ist. Ich habe mit einem polnischen Wissenschaftler gesprochen, Herrn Zielunka, der kurz nach der US-Wahl, und da hat Trump damals auch einmal gesagt, die NATO ist obsolet. Und der ist ein gebürtiger Pole, lebt in Großbritannien, also kennt gerade diesen Bereich sehr gut und ist auch bei Sicherheitspolitik sehr stark. Und er hat gesagt, das Problem ist nicht so sehr, dass man die NATO kritisieren kann und auch für obsolet erklären. Das Problem ist, dass es jetzt plötzlich unsicher wird, wie wird denn USA und Europa gemeinsam agieren, wenn es einen Konflikt gibt. Wenn, sagen wir, es plötzlich wieder Ansprüche auf einen Korridor für Kaliningrad oder einen Teil Estlands oder irgendetwas gibt. Ja. Es ist nicht mehr sicher, wie da reagiert wird. Das heißt, man macht sich irgendwie eine Tür auf für möglicherweise neue Konflikte. Und weil eben auch hier die Balance aus dem Gleichgewicht gerät, weil das unberechenbar geworden ist. Und unberechenbar heißt immer, dass irgendwer mal auf die Idee kommen kann, das auszuprobieren.
und dann probiere das einmal aus. Was ich nicht glaube, ist so sehr, wir haben zwar positive Signale jetzt gehabt zu einer stärkeren Zusammenarbeit Putin-Trump. Ich halte den Trump nicht für so verlässlichen, einen verlässlichen Freund, dass das dann auch wirklich funktioniert. Ich glaube eher, das wird an einer der ersten Versuche scheitern. Ja? Hier sind die Interessenslagen nach wie vor riesig auseinander. Also dass es hier sozusagen die Versöhnung gibt und Europa dazwischen plötzlich von den zwei Mächten aufgeteilt wird, wie es schon einmal war, das sehe ich derzeit nicht unbedingt mit dem Herrn Trump. Ich sehe aber sehr wohl, dass der Gefahr eines Sicherheitsvakuums, aber jetzt habe ich fast zu lang schon geantwortet. Kann uns die EU und Trump nicht zusammenschweißen? Fragezeichen. Ja, das ist schon die Hoffnung, dass sozusagen wieder äußere Feind positiv wirkt. Da gehört schon mehr dazu. Also das wäre logisch in manchen Bereichen wie Sicherheitspolitik, dass da jetzt was vorangeht. Ich glaube, das allein wird nicht ausreichen. Also da muss aus der Gesellschaft selber, aus den Mitgliedstaaten selber der Wille kommen. Über die Flüchtlingsfrage haben wir heute nicht so ausführlich gesprochen. Hier aber eine Frage zur Dublin-Vereinbarung. Warum hat die EU nicht von der ersten Stunde an die Einhaltung gefordert und die betroffenen Staaten massiv unterstützt? Die Dublin-Verordnung ist ja mit Schengen eigentlich entstanden. Und nur für die wenigen wahrscheinlich, die das aber sicherheitshalber nur erklärt, also Flüchtlinge sollen dort aufgenommen werden, dort soll ihr Asylantrag behandelt werden, in jenem Land, in dem sie als erstes einreisen. Ganz fairerweise muss man sagen, dass Dublin allerdings auch vorsieht, dass wenn man zum Beispiel Verwandte hat in einem anderen Land, dann kann sowas ohne weiteres auch ein anderes Land zuständig sein. Also es ist ein bisschen differenzierter als normal das publik gemacht wurde. Das Problem war im Fall von der Route Türkei-Griechenland, dass die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern ja so schlecht war, dass ein EuGH-Urteil einmal entschieden hat, dass es derzeit inhuman wäre, die Leute nach Griechenland zurückzuschicken. Und dadurch ist einmal schon da ein Problem entstanden, warum das nicht mehr eingehalten wurde. Und wie das halt so leider in dieser Flüchtlingskrise sehr oft passiert ist, wenn das an einem Punkt nicht funktioniert, dann funktioniert es plötzlich an x anderen Punkten auch nicht. Und das war wie ein Rattenschwanz an Folgen, der dazu geführt hat, dass dieses Dublin-System, das auch wieder, es war gebaut für eine kleine Zahl von Mitgliedstaaten, nicht für so viele, dass das letztlich zusammengebrochen ist. Soll Englisch weiter EU-Sprache bleiben? Nach Brexit kein Staat der Europäischen Union? Also keiner spricht mehr dann Englisch. Außer in Malta ist es Malta noch und offizielle Irland, Sprache. Irland ist es und Irland auch natürlich auch, genau. Ja, also ich glaube nicht, dass das ist, obwohl ich glaube, Gälisch ja auch eine offizielle Sprache ist. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass jenes Land austritt, dessen Sprache eigentlich sozusagen Common Sense. Und in der Wir haben uns alle angepasst zugunsten der Briten, die keine Sprachen lernen. Ne? Und jetzt das. Und ich glaube, am meisten werden sich jetzt die Franzosen ärgern, weil das war ja immer so ein Wettbewerb, auch in Brüssel. Der Amico hat es erwähnt, ich war mal dort Korrespondent. Das war noch ein bisschen in der Zeit, wo es diesen Wettbewerb noch gab, wo die Franzosen immer drauf geschaut haben, dass Französisch als Amtssprache ganz stark verwendet wird und sich aber immer mehr eigentlich Englisch durchgesetzt hat. Also das Französische hat sich so nicht durchgesetzt, wird noch immer ganz gern gesprochen, aber es ist Englisch geworden. Und jetzt kommt wirklich die Ironie der Geschichte, jetzt ist Großbritannien aus, alle sprechen mittlerweile in Brüssel Englisch und Großbritannien wird also nicht mehr daran teilnehmen. Man muss aber fairerweise sagen, dass zum Beispiel die britischen EU-Beamte, glaube ich, ja nicht
soweit ich weiß, nicht zurückgeschickt werden, sondern die bleiben, die haben einen Dienstvertrag, der weiter Gültigkeit hat. Also die werden weiterhin dort Englisch sprechen. Aber ich glaube trotzdem, es hat sich eingesetzt, es ist ein Faktum, da wird sich auch nichts ändern. Ja. Esperanto ist auch nicht, was manche, ich weiß nicht, Minderheit hofft. Vielleicht blüht das dann die Idee dafür wieder auf. Weil Sie den Bundespräsidenten eben begleitet haben, hier eine Frage, wie war Ihre persönliche Begegnung mit ihm? Und ich knüpfe dran an, wie schätzen Sie ihn ein? Wird er in den nächsten Jahren Österreich sozusagen vielleicht... Persönlich, ich kenne ihn, er war Europasprecher der Grünen und wir haben einige Interviews zusammen gemacht, deswegen kenne ich ihn. Diese Interviews waren, es ist als Journalist ganz, wenn man hinter die Kulissen schreit, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die interviewt man und man geht hin, wird sehr professionell abgewickelt und dann geht man und die Sache ist ganz okay gelaufen, aber mehr auch nicht. Und es gibt halt so einzelne Menschen, das ist ja auch zwischenmenschlich so, mit denen plaudert man dann etwas weiter, ja, und tauscht sich noch aus oder führt die Diskussion, die man da im Interview gehabt hat, noch etwas weiter. Und das war eigentlich beim Van der Bellen immer so. Der hat den Vorteil, dass er zuhören kann und auch irgendwie einen gewissen Respekt dem anderen gegenüber hat. Mein Verhältnis insoweit wäre durchaus gut. Ich glaube, dass er diesen Job eigentlich auch gut macht. Er wird uns jedenfalls, denke ich, eventuelle Peinlichkeiten, die da passieren können, ersparen, weil er einfach so eine ruhige und unaufgeregte Art hat, dass das nicht passieren wird. Also er wird sicher manche verärgern mit dem einen oder anderen Statement, aber ich glaube nicht, dass das eben sehr insgesamt zur Erregung beitragen wird. Es ist die Frage für mich eher, wie viel er wirklich positiven Impuls bringen kann. Diese Rede war wirklich gut im Europaparlament, eben auch, weil sie anders war. Auch seine Antrittsrede war ein bisschen anders, hat dadurch ganz gut gewirkt. Aber es geht schon darum. Ich meine, er hat im Wahlkampf ist das ja immer so leicht zu sagen. Ja? Man will diese Gräben überwinden und so weiter. Da müsste er eigentlich nach wie vor durchs ganze Land ziehen. Und ich bin nicht so sicher, ob er das macht. Ja? Also ob er nicht wirklich eben in der Hofburg vor allem sitzt, seine internationalen Kontakte pflegt, für Österreich durchaus den einen oder anderen Wirtschaftsvertrag oder Kooperationsvertrag herausholt. Aber ob er das bringt, da zweifle ich ein bisschen, bin nicht sicher. Herr Dr. Böhm, wir haben darüber gesprochen, dass der Bundespräsident im Europäischen Parlament gesprochen hat. Zum Abschluss möchte ich Sie fragen, würden Sie in die Situation kommen, im Europäischen Parlament eine Ansprache zu halten? Was würden Sie denn den Europäern und letztlich endlich auch uns sagen? Was sind Ihre Erwartungen und Ihre Wünsche? Sie wissen gar nicht, was für eine schmerzvolle Erfahrung Sie mich da erinnern. Ich habe ein riesen Glück gehabt, einmal einen Preis zu gewinnen. Das kommt mit dem Alter. Und diesen Preis hat das Europaparlament ausgeschrieben und die Verleihung war im Plenum des Europaparlaments. Und ich war nicht der einzige Preisträger, es war eine Handvoll. Und wir alle mussten eine Rede vorbereiten. Und ich habe also auch eine Rede vorbereitet. Es kam dann dazu, dass wir in diesen Saal gekommen sind. Der Saal war leer. Völlig leer. Völlig leer? Es waren nur die Preisträger und so ein, zwei Beamte. Der Parlamentspräsident hat uns dann diese Urkunden überreicht und musste aber dann abreisen. Und wir haben vor diesem leeren Saal unsere Reden gehalten. Also insoweit
habe ich das tatsächlich schon gemacht. Was ich damals genau gesagt habe, ich habe das wahrscheinlich verdrängt wie diese gesamte Veranstaltung. Über das sprechen wir dann noch. Aber jetzt muss ich Sie trotzdem noch mal fragen, wenn Sie die Rede heute halten würden, was wären da Ihre wichtigsten Botschaften oder Wünsche? Ja, ernsthaft. Ein paar Dinge habe ich da schon gesagt. Man ist ja nicht nur Beobachter, man hat natürlich auch irgendwie ein Herz, mit dem man dabei ist bei diesen Dingen. Und wo man sich auch nicht ganz abschirmen kann, dass sie einem emotional betreffen. Ich zum Beispiel, ich würde wirklich ich habe zwei Kinder, die in diesem Europa aufwachsen. Ich würde ein starkes Plädoyer dafür führen, die Grenzen offen zu halten, trotz aller Schwierigkeiten, die Freizügigkeit zu behalten, auch wieder zurückzukehren zu einer Bereitschaft, offen mit den anderen europäischen Kulturen sich auszutauschen. Weil ich glaube nicht, ich teile einfach die Angst nicht, dass wir unsere eigene Kultur verlieren, wenn wir uns austauschen mit anderen, sondern ich sehe das immer eigentlich als einen Mehrwert. Das betrifft jetzt nicht nur die EU-Staaten. Ja? Wenn sie russische Musik oder manche Kulturbereiche in Südamerika, ja, vom Essen bis zu vielen anderen Dingen, ist das ein Mehrwert. Ja? Und ich brauche meine Sachen deswegen nicht aufgeben. Ich halte das eigentlich für das Wichtigste, dass Europa ein offener Raum bleibt, in dem wir eigentlich alle voneinander profitieren können, dass das auch im Denken wieder da ist, dass nicht diese Abschottung sich durchsetzt und man immer glaubt, automatisch, der da drüben ist krimineller, ist schlechter, er nimmt mir sowieso den Arbeitsplatz, nimmt mir meinen Wohlstand, nimmt mir alles weg, was oder sogar meine Kultur, das sehe ich nicht so. Ich sehe das nach wie vor als Mehrwert und ich glaube, dahin würde ich appellieren, wieder da zurückzukommen. Herr Dr. Böhm, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke auch.